Die Wunde von Guinevere, der von allen verehrten Prinzessinnen, gewähren ihre Segnungen viele Kriegern. Gnädiges Sonnenlicht. Allen mit Guinevere, der Prinz, bla 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 bla. Okay, verbraucht zwei Slots. Jeweils, aber es ist halt eine gute Heilung. Zumal es dich auch mitteilt. Ja, ist doch eigentlich eine gute Sache, ne? Deal or no deal. Nur, ich glaube, den einen Zauber kann ich noch gar nicht verwenden. Zu wenig Wille. Yep. Das ist jetzt aber schon schade. Zauberschild stark gibt's ja auch noch zu finden. Aber Zauberei haben wir ja nicht. Ich glaube, ich habe dann soweit bei mir den ganzen Bereich geklärt. Übermäßig gute Sachen waren da nicht mit bei, um dich zu trösten. Und abwärts. So, ich bin dann bei dem einen besagten Leuchtfeuer angekommen. Und ich könnte noch exakt ein Level aufsteigen, was ich jetzt wohl auch mal machen werde. Ich werde mich jetzt erstmal um die zwei kümmern. Gut, ich werde das... Das eine Leuchtfeuer hier werde ich komplett entfachen. Da sehe ich auch schon Beschwörungszeichen, aber das wirst wahrscheinlich nicht du sein. Da sehe ich noch eins. Nee. Das bin ich auch nicht. Einer hat... Oh, der hat einen Mimik als Helm. Okay. Gut, ich warte jetzt praktisch nur noch auf dich. Ja. Zwei Gegner mit einem Streich. Gut, dann beende ich erstmal meine Partie so lange. Hab keinen Bock, invaded zu werden. Wie kommt man nur auf so eine Idee, dass man keine Lust hat, invaded zu werden? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, du? Nee, so nicht. Ah, Sie sehen Blatrix beim Dark Souls spielen, wie er ordentlich abkackt und nichts auf die Reihe kriegt. Komisch, ich hab eben gerade ein paar Gegner alleine gekillt. Sie sehen Blatrix FB, wie er Dark Souls spielt, nichts auf die Reihe kriegt, aber seine Gegner scheinen noch weniger auf die Reihe zu kriegen. Oh, ich frag mich echt, wie das möglich ist, aber es scheint ja möglich zu sein. Für wen war das jetzt beleidigend? Für dich oder für die Gegner? Ähm.
für die Gegner. Okay. Bist du schon da? Nein. Bist du schon da? Nerv nicht, bitte. Okay. Ah, toll! Habe schon gesagt, dass ich die Magier hasse. Ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt. Ich dachte, du kannst die one-shotten, aber nur wenn du sie ins Visier kriegst, ne? Das ist gerade mein Problem gewesen. Ich habe den nicht ins Visier gekriegt. Beziehungsweise, ich habe versucht auszuweichen. Was ist passiert? Bin ein bisschen zu früh, deswegen hat er mich getroffen. Tot. Ich kann ja mal gucken. Ab wo kann man sich theoretisch wieder beschwören? Dann könnte ich dir vielleicht bisschen entgegenkommen und helfen. Also du kannst draußen auf der Veranda, kannst du schon beschwören. Du kannst dich auch beim Leuchtfeuer schon hinstellen und beschwören. Bei welchem Leuchtfeuer? Das in den Archiven drin. Man kann sich die ganze Zeit über beschwören. Echt? Ja! Nein? Doch! Oder war das nur so, dass man sich da nicht wegteleportieren konnte? Man kann sich, glaube ich, nicht wegteleportieren oder irgendwie sowas, aber du kannst dich schon innen drin, kannst dich beschwören. Jetzt haut ab, ihr Scheißteile. Oh, meine Fresse! Wie lange verfolgen denn die Scheißteile ein? Toll! Vor allen Dingen auch noch das falsche Item verwendet. Nee, in den Archiven kannst du dich aber nicht beschweren. Ich muss mich sowieso ja lebendig erstmal machen. Aber wie gesagt, sobald du da aus der Tür rauskommst, kannst du dich schon beschweren. Ach so, es geht nur beim... Alter, hier ist voll die Seuche ausgebrochen mit diesen scheiß Kristallrittern. Überall greifen die Penner dich an. Ich mag die Archive nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Die Archive gehen eigentlich. Ich glaube, die Archive sind da sind ist dein Isalied. So. Weil das Ding ist, diese Kristallsoldaten, diese Kristallhüllen, die sind eigentlich dumm wie Brot und sind auch recht langsam. Ja, aber sie sind in Hülle und Fülle da. Und das ist das Problem. Kannst du eigentlich bequem einen nach dem anderen umbringen. Okay.
Okay, also was hältst du davon, wenn ich mich direkt da beschwöre, wo es schon geht? Ich würde ein bisschen weiter rausgehen, also dort vor der, auf dem Balkon, weil ansonsten ziehe ich nämlich die zwei scheiß Schlangensoldaten. Ach so, auf dem Balkon, wo der Typ rechts steht, Ja. wenn du rauskommst. Okay, ja, da kratze ich mich mal hin. Und dann lässt du mich die Arbeit machen. Wäre ja wohl gelacht. Ich kann nicht beschweren, so. Oh, endlich funktioniert's. Dann weiß ich echt nicht, was vorhin das Problem war. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht war der Levelunterschied von uns beiden nicht groß genug. Ach nee, sowas würde nur Core Design programmieren. Entschuldigung. Falls es die noch geben würde. Ja, wenn es sie noch geben würde, würden die das bestimmt machen. Ihr könnt euch nur beschwimmen, wenn euer Levelunterschied mindestens 100 ist, ey. Warum kann ich dich nicht anvisieren? Ey, weißt du, 10 Meter davor, aber kannst nicht anvisieren. Ja, und jetzt, haut er noch ab. Wo ist er? Da hinten. Lass mich das mal machen. Er ist tot. Das verstehe ich echt nicht. Dass man die erst so nah an mir sehen kann. Ich kapiere es auch nicht. Das ist eigentlich ein Bug im Spiel. Guck mal, ich bin fast tot. Möchtest du das Gebiet clearen oder? Eigentlich schon, ja. Gut, dann kannst du da hinten noch eine Kiste gucken. Ach halt, warte mal eben, komm mal eben zurück. Ach, Mime. Ah, nee, ich muss dafür Dings sein. Also ich kann das Wunder nicht verwenden aufgrund der Tatsache, dass ich nämlich... hier ist übrigens keine Kiste. Also, ja. Ich muss dazu zu Guinevere gehen und ihren Covenant, ihren Eid leisten. Also, okay. So, ich übernehme hier mal kurz den Bogenschützen. Hier ist auch keine Kiste, da hinten könnte eine sein. Hier ist keine, auf der gegenüberliegenden Seite meines Wissens nach auch nicht. Gut. So, dann lass uns den ganzen Kladderadatsch mal drehen. Das ist nämlich das Lustige an diesem Gebiet. Dann gucken wir zuerst hier oben, ob es hier was gibt. Oder war. Nee, lass erst unten gucken. Weil oben geht's weiter. Hier unten ist nämlich eine Kiste. Auf der anderen Seite auf jeden Fall. Nö. Ich glaube, da hinten, das war das Zauberschild oder so. Weiß ich jetzt nicht so genau. Funkeltitanit. Oder Funkeltitanit auch nicht schlecht. So, gucken wir mal hier oben. Waren ja noch Gegner da hinten. Interessiert uns jetzt herzlich wenig. Hier ist nix. Aber wenn wir das hier geschafft haben, ist das Schlimmste von den Archiven hinter uns. Das So, Schlimmste ist eigentlich schon hinter warte. uns. Warte hier. Weil ich kann den Typen da drüben mit Pfeil und Bogen abschießen. Du meinst den Magier da? Ja, ich mach das. Bleib du in Sicherheit. Ich mach das hier schon. So,
So, weil er kann, er trifft mich komischerweise nicht, aber ich ihn. Klack, und weg ist er. So. Jetzt kannst du da hinten noch gucken, ob es da was gibt. Nö. Aber ich meine, auf der gegenüberliegenden. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Kiste. Warte, soll ich für dich drehen? Wenn's das kannst. Ja,